So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Irgendwie ist mir gerade der Atem stecken geblieben. Ja, sorry für den Cliffhanger, obwohl eigentlich nicht sorry. Cliffhanger sind böse und cool. Jedoch, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch damals schritt Gardevoir, der Partner des Menschen, ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist dieser Mensch, von dem du sprichst? Chris. What? Tatsächlich? Ah, okay, boah. Vor einem kurzen Moment. Wow. Winona, du Fiese. Hast wohl von Magnetilo gelernt. Sei ohne Furcht. Nicht du bist dieser Mensch. Was? Was hast du gerade gesagt? Chris ist nicht der Mensch aus der Legende. Das sagte ich. Was? Was ist nur los mit mir? Ich bin so angespannt, ich kann mich nicht bewegen. Was zum... Ruhig atmen. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Puh. Okay. Wow. Fantastisch. Oh, süß. Großartig. Oh, putzig. Ich wusste, dass Chris nichts damit zu tun hat. Ich wusste es. Niemals würde Chris solch schreckliche Dinge tun. Oh Gott. Isaac, das war so süß gerade. Das ist noch etwas, das ich erwähnt werden muss. Es ist wahr, dass Sof, ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Jedoch, der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist Chris. Fuck! Ein anderer. Hey, ihr habt falsch gelegen. Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Chris gejagt habt. Wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid. Dieses Genja hat uns aufgehetzt. Nein! Ich habe Genja gleich von Anfang an verdächtigt. Ja, natürlich. Ist klar. Chris sieht auch gar nicht so heimtückisch aus. Wenn es doch nur so wäre. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Puh, ich bin gerade echt erleichtert. Beeindruckend, Chris. Ausgezeichnet. Ich wusste von Anfang an, dass ich recht behalten würde. Was? Oh, warte mal. Warum wurde Chris dann zu einem Pokémon? Wenn Chris nicht der Mensch ist, der diese Legende erwähnt wird, wie erklärst du dann die Tatsache, dass Chris zu einem Pokémon wurde? Chris, wer bist du? Wenn ich das wüsste, mein Freund. Der Boden bewegt sich. Erdbeben. Die Erdfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterung des Erdbodens werden ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Groudon wird erwachen. Warum Groudon? Was? Groudon erwacht? Groudon. Was ist das? Was ist Groudon? Ein legendäres Pokémon, das nur in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das das Land, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Es heißt, es sei nach Katastrophenkämpfen mit einem Erzfeind Kyogre in tiefen Schlaf gefallen. Sollten Groudons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Ja, komm, gehen wir Groudon verprügeln. Wir werden gehen. Ja, Simsala, macht ihr das mal bitte. Wir gehen auch. Nein, ihr müsst bleiben. Groudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu eurer Basis zurück und macht eine Pause. Oh, wir dürfen nach Hause. Macht euch keine Sorgen, Tumunz. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldrand tragen. Der wohl gar nicht mal so hoch ist, wie ich erfahren habe. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch einen umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Groudon. Alter Schwede. Ey, ich wünsche euch Glück. Und so machten sich Simsalas Team auf in den Tiefen der Erde nach, um das erwachte Groudon zu suchen.
Unterdessen beendet das Team von Chris nun befreit von den wüsten Verdächtigungen seine lange und qualvolle Reise und kehrte wohlbehalten und glücklich in seinem Retterteam-Basis zurück. I can't read anymore. It's nothing new. Dein Abenteuer wird gesaved, erfolgreich gespeichert. Währenddessen zurück auf dem Pokémon-Platz. Jeder, warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Chris zu jagen? Ach, du hast leicht reden. Das ist zu viel für uns. Ihr seid schon weiter weg. Wir können es jetzt höchstens ins Labyrinth schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt, aber sei von uns im Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich da herumbringen. Ich habe ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr? Feuer und ich, das geht gar nicht, Mann. Ich weiß nicht, welche Stimme ich ihnen zuerst gegeben habe, deswegen. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Chris wurde. Aber seit die Flüchtlinge, wenn man sich überlebt, dass sie auf Leben aus dem Feuerberg riskieren, die sind ziemlich zäh geworden. Da kann ich nicht mithalten. Ja, das ist das für Weicheier, ja. Du bist ein richtiges Grossmann. Was ist mit deinem Team, Gengar? Ihr hängt hier auf dem Pokémon-Platz rum und lernt euch zurück. Macht euch einmal mit, lasst mit euch. Haltet uns da raus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Chris zu erfahren und es weiterzugeben. Tja, du sperrst dich vielleicht auf, Mann. Ach du meine Güte, hey, ja, hey. Oh. Vitalis, was ist los? Chris ist... Ja, endlich. Chris, los. Nein, im Gegenteil. Chris ist zurück. Was sagst du da? Hi. Hey, da drüben. Chris. Sie ist zurück. Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Boah, endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir, Chris. Hey, Ivek. Ach, du bist es, Gengar. Ist ja eine Weile her. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht. Gengar, alles, was du gesagt hast, war falsch. Chris hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Chris traf keine Schuld. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben Wolnona gefunden und nachgefragt. Chris ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du das beweisen. Beweisen? Ganz genau, knallharte Beweise. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's weit. Beweise? Wir haben keine Beweise. Zu schade, dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon. Das ist eure Chance, Chris loszuwerden. Fuck. Ich glaube, du glaubst nicht. Du bist nicht sehr glaubwürdig, Gengar. Hä? Was habt ihr denn? Wollt ihr Chris nicht loswerden? Ich hab immer an Chris geglaubt. Ich falle nicht herein. Ich bin da draußen. Das Team von Chris hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt, nur weil du darauf bestanden hast. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Chris wirklich so böse sein soll. Ich habe auch gehört. Ich glaube Chris. Ja genau, wer braucht Beweise? Leute. Extrablatt, Extrablatt, extra Neuigkeiten. Jo mai. Na fuck, verteil doch alles. Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Okay, ich lese mal vor. Also hier steht. Pokémon-Zeitung Extrablatt. Chris unschuldig. Chris traf wohl nur noch unter dem wachsamen Auge von Simsala. Warum? Jetzt habe ich schon wieder einen anderen Akzent. Und Gott beweist, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptung hinterhältig und böse Verleugnung waren. Ende. Haftbefehl gegen Gengar. Du Dreckiger. Ich zieh weg hier. Halt, du Lügner, du hast uns betrogen. Jetzt gibt's aufs Maul, Gengar. Willkommen zurück. Ja, es tut wirklich gut, wieder hier zu sein. Ein sehr dialoglastiger Part bisher, ne?
Wir sind zurück, wie versprochen. Ich bin so froh, dass Christi hier unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir mal niemanden mehr davonlaufen. Chris, wir sind beide müde. Ich gehe und lege mich schlafen. Hallo, ich bin Absol, ich bin übrigens auch noch dabei. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben und zurück. Versuchen wir unser Bestes. Hallo, ich bin Absol und ja, ciao. Ich weiß, keiner will mich bei euch haben. Am nächsten Morgen. Boah, Dönerspieße. Ah, scheiße, war nur ein Albtraum. Okay, alles wieder im Lot. Was ist denn los? Oh, hi Isaac, na, alles klar. Guten Morgen, Chris, hast du gut geschlafen? Sehr gut, wir können als Retterteam arbeiten. Flop, flop. Ha. Tonk, klonk, 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 super Spiel immer noch. Yo, Pilipa, alles klar. Grüß deine Schwester von mir und deinen Bruder und den Bruder vom Bruder. Also quasi deinen Bruder. Warte mal, der Bruder vom Bruder bist du selbst. Verdammt, grüß dich selbst. Sieh mal, Pilipa, bringt uns bereits wieder Post. Besuchen wir unser Bestes, so wie immer, Chris. So, okay. Erstmal gucken, was es so Neues in der Stadt gibt. Das Tengulis tanzt, auf jeden Fall. Sehr lustig. Ich wusste es, ich dachte mir schon, dass so Fehler sein könnte, was? Achso, oh, ja. Süßes kleines Gangama. Lagern. Was möchtest du denn lagern? Ich möchte alles lagern auf diesem Planeten. Das Klargummi, das. Kraftband, das Ding sehe ich auch mal ab. Persivschal. Eine Sinelbeere. Ein der Top-Elixierer, die Schockwelle, die Linkbox. Wobei die Schockwelle. Nee, ich möchte nichts mehr lagern, aber ich möchte gerne etwas nehmen. Was möchtest du denn nehmen? Was haben wir denn für Gummi? Rotgummi ist doch bestimmt Feuer, oder? Info. Feuer-Pokémon. Gut, dann nehme ich das. Weiß. Ja, das war noch nicht alles. Ich wollte noch mehr. Ich wollte noch mehr. Was macht das Weißgummi denn? Das ist normal dann, ne? Ja, normal. Ups. Nehmen. Orangegummi. Kampf. Und das Klargummi. Eis. Warte mal, wenn das Kampf ist, sollte das ja Magnetilo sehr viel bringen. Ich möchte es... Ach, jetzt kann ich das wieder nur einfach mitnehmen. Ich möchte bitte das mehrmals mitnehmen. Ha, dann gebe ich dir alle Magnetilo gleich, weil Magnetilo hat definitiv eine Kampfschwäche. Und ihr sagt, Schwächen bringen viel. Das heißt, Magnetilo, unser liebes Tor, kriegt gleich ganz viele Gubbies. Yay, ich freue mich schon drauf. So, Orangengummi genommen. Dankeschön. So, da hat man noch Gift und so weiter. Gift ist doch rosa, ne? Ja, dann kriegt das unser kleines Knilz gleich. So. Dankeschön. So, die anderen Sachen lassen wir mal da. Schockwelle wollte ich noch mitnehmen, damit unser Tor das gleich lernen kann. Fein, ich nehme das Item Schockwelle aus dem Lager, okay? Ja, bitte. So. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Okay, dann nicht. Ist ja auch kein Problem. Kein Ding, Mann. So, was haben wir noch? Ihr habt mir geraten, ich soll, ach, stopp, bevor ich mein... Was? Achso, okay. Jetzt hat sich entschuldigt, wollte schon sagen. Hast du neue Partnerareale für uns? Knuddeluff! Partner sind die besten Freunde. Okay, kaufen. Was hast du denn so? Oh, ich habe nichts weiteres, was ich erwerben kann. Das ist aber schade. Gut, dann werden wir erstmal die Gummis los. Und, ja... kaufen dann bei den Kecleons ein. Oh, und Spring. Ach, wir haben so viele. Wir werden die die meisten davon nicht mitnehmen. Wahrscheinlich eh nur Spring und Tor. So, gucken wir auch mal, ob Tor den Laden geschmissen hat. Oh, hi, Chris. Ey, da bist du ja wieder. Mensch, wow. Bin ich froh, dich zu sehen. Haha, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass du nochmal wiederkommst. Yay. Gummi, friss das und halt den Rand. Oh mein Gott. Effizienzexperte. Und sein Angriff, den er nicht braucht. Gut. Bitteschön. Und Spezialangriff. Schon besser. Und dann, schon wieder der Angriff. Uncool. Liegt das auch an den Kampfbonbons, dass der Angriff die ganze Zeit steigt? Keine Ahnung. Ist jetzt eh schon zu spät dann wahrscheinlich. Spezialverteilen. Oder ist es random? Das könnte natürlich auch gut sein. Tor, ich nehme dich auf jeden Fall schon auf jeden Fall jetzt wieder mit ins Team, mein Freund.
kann es kaum erwarten, auf Abenteuerreise gehen. Ja, Mensch, ey, ich bin wieder richtig froh, mit euch zusammenreisen zu können. Vor allem mit dir, Chris. Oh, Mann. Hab ich... Gut, okay. Was macht das nochmal? Ich hab's vergessen. Jo, das ist gut. Sei mal loyal. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Charakter, den ich ihm gebe. Aber hey, Attackennutzer. Effizienzexperte. Oh, das geben wir hier auch mal. Das ist schön, dass man hier alle so gleich viele gleichzeitig geben kann. Ja, dort geben wir ihn auch einfach. Können wir wirklich alles gleichzeitig geben? Scheißegal, machen wir jetzt einfach. So. Gut, dann besuchen wir unseren lieben Knilz. Boah, wo war der denn nochmal? Pilzwald, ne? Gott, wo war denn der Pilzwald, Kinder? Ich war doch schon so lange nicht mehr hier. Da nicht. Warte mal. Da? Pilzwald. Hi, Spring. Alles klar? Gummi geben. Hier, rosa Gummi für dich. Und nochmal da. Schmeckt ihm nur einigermaßen? Warum nur einigermaßen? Liebes kleines Knilz. So. Ups. Und zurück in die Basis. Ha, schön. Ach, herrliches Spiel, ja. Und ich denke, jetzt gibt es auch nicht mehr so viele Sachen, die ihr mir tippmäßig geben könnt. Also, glaube ich einfach mal. Ihr könnt natürlich mal weiter Tipps geben, ne? Versteht das nicht falsch, aber ich denke mal, ich habe schon viel gelernt. Ich weiß, ihr hältet mich alle für dumme Deppen. Dumme Deppen. Ja, ich möchte gerne einkaufen gehen. Eisendorn, was sind das für Sachen? Ein Wurf-Item, oh Gott. Belebersamen sollen wir uns kaufen. Immer ganz viel, so viel es geht. Kostet zum Glück fast gar nichts. Interessant. Okay, was hat das andere so? Ich bin untröstlich. Ja, ja, ja. Wir wissen es doch. Weißt du, ist... Was? Epische Cutscene? Achso, verdammt. Ich dachte, die sagen alle nur das Gleiche. Okay, gut. Ein kleiner, netter Exkurs. Oh, Donnerblitz? Wow! Und Kugelsaat. Und Erholung, ja. Aber Donnerblitz. Boom! I want to learn this. Also hier, der liebe, ihr wisst schon, wer will das lernen. Tor halt. Einsatz. Tor. Und zwar für den Donnerschock. Dim. So, das ist auch schon direkt schön ausgewählt in den Attacken. Ups. Schockwelle. Nur 8 Mal. Na, egal. Ist trotzdem gut. Sehe ich jetzt erst. Dumm. Nutze TMs. Ach so. Aber dann schmeiß weg. Oder? Nee, nachher kann man damit noch irgendwas machen und ihr sagt dann, nein, jetzt weggeschmissen, dieser Trottel. Deswegen lege ich es lieber mal ins Lager. Was möchtest du lagern? Das hier. Die kann ich nicht mal... Oder? Achso, ja, dann scheiß drauf. Dann werfe ich es weg. So, das Rotgummi würde ich gerne benutzen. Kann ich aber scheinbar nur in einem Dungeon oder irgendwie woanders. So, hat Tor noch das Item? Spezialband, ja, hat er. Gut, das Dojo soll offen haben. Da will ich nur mal ganz kurz hingehen, um zu gucken, was da so abgeht. Ah, oh, tatsächlich, das Dojo hat jetzt offen. Okay, na gut, aber wir wollen ja jetzt nicht trainieren. Ah, gutig, gutig, gutig. Ist mutig, mutig, mutig. So. Jobs prüfen. Ein Brief von Pelipa. Hey, super... Ah. Ich hab mir vorhin packen schon alle beide. Oh, wie toll. Das ist viel lieber, ey. Ja, das ist so super. Okay, was haben wir denn da so? Wunderfelder, warte mal. Das ist noch eine Zeitung. Wunderfelder normalisieren wir. Ach, danke schön. Yo, krass, ey. Die gibt Tipps. Wisst ihr, Mann. Da wäre ich nie drauf gekommen, jetzt so nach 20 Parts. Flea-Orb, davon werde ich stark. Bitte hilf mir dabei. Finde Flea-Orb. Ziel Flynn, Flea-Orb. Ort, nahe, Stillklamm und bla. Ja, komm. Gucken wir erstmal, was da hinten noch am magischen Brett hängt für epische Aufträge.
die wir dann alle gleichzeitig ausführen können, was ich weiß, ja, wie ich schon gesagt habe. So, Infobrett. Einiges. Finsterforst, Stahlberg. Machen wir mal die am Stahlberg zuerst. Rette mein Kind. Das Ziel finde Elekid. Okay. Nehmen wir an. Und was ist das? Ziel finde Weißgummi. Okay, nehmen wir auch mal an. So, Jobliste. Ausüben. Ausüben. Nahe Stahlberg, Ebene 8 und Ebene 7. Okay. Und auf geht's, Leute. Ebene 8 und Ebene 7 beim Stahlberg. Geh schon mal hin, bevor ich das dann vergesse beim nächsten Part. Ich kenne mich doch. So, Leute, dann würde ich aber sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter mit Pokémon Mystery Dungeon. Schauen wir doch mal, wann die Hauptstory weitergeht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal ein paar Nebenquests machen. Und, ja, schau mal rein. Cool. Bis dann, Leute. Ciao.